darf dich ganz besonders begrüßen zum aktuellen Beitrag zum kommenden Neumond im Zeichen Zwillinge. Viele Ereignisse sind hier zur gleichen Zeit sehr aktiv. Jedenfalls wissen wir, der Weg scheidet sich wieder mal. Zurück nach vor ist die große Thematik. Zurück bedeutet was genau an Konsequenzen. Und du weißt, was ich meine damit. Und der Weg nach vor bedeutet wiederum was. Und wir haben die Situation, eine Zukunft, die noch nicht eingetreten ist, wo wir nur spüren, was irgendwie so die Indikatoren sind, ist einfach neu. Und das Neue macht uns letzten Endes oft unsicher. Und wir können dahingehend nur dem vertrauen, wenn es um das Neue geht, um die Zukunft geht, was wir fühlen, wohin uns andere Instanzen führen wollen. Und genau diese Signatur ist in diesen Tagen vor diesem Neumond ganz besonders spürbar. Wir fühlen es. Und diese Ebenen, um die es hier geht und auch um diese Entscheidungen zu treffen, die zu treffen sind, das eine ist sozusagen hier typisch Zwilling und Merkur, den kognitiven Verstand einzusetzen und zu analysieren, wem glaube ich, was mache ich und so weiter. Und diese Art von Denken. Und durch den rückläufigen Merkur, der mit diesem Neumond nun auch in Konjunktion steht und der Neumond eben in gesamter Ballung im Quadrat mit Neptun, mag uns einladen, eben diesen rationalen, kognitiven Verstand etwas zu verlassen, uns dorthin zu bewegen, wo wir auf eine andere Ebene gelangen. Und eben diese Tage davor mit dem Trigon von Mars zu Neptun und Venus zu Jupiter in den Fischen, ist das so eine Sache, dass wir dort, und du spürst schon, die Aufmerksamkeit bündelt sich auf Wesentliches, es wird langsamer, es wird analoger, weg vom digitalen Merkur und Quagagua, hin zu einem langen, wesentlichen Gedanken und Fühlen und Spüren, es zu konzentrieren, was ist wirklich das Wesentliche, was fühle ich, und gebe ich dem auch tatsächlich die Aufmerksamkeit, vertraue ich diesen Gefühlen, und da sind wir in diesen Tagen ganz besonders gefordert. Zumal auch mit Venus, Quadrat mit dem Chiron, Venus in Krebs, sind natürlich wir alle ein bisschen auch gefragt, inwiefern wir unseren Werten treu bleiben, unseren Gefühlen treu bleiben. Und wenn wir das tun, eben in Gefahr laufen, hier gewisse Zugehörigkeiten verlieren. Das können viele Ebenen sein, so ein bisschen die Wurzeln verlieren. Ne? Und diese Gefahr besteht, wenn wir uns dorthin wagen, den Gefühlen mehr zu vertrauen, um gewisse Dinge halt nicht zu tun. Kann damit einhergehen, dass das Thema mit Venus, Herrscher von Stier, da ein gewisses Risiko besteht. Nun, die Frage ist halt, ob wir dieses Risiko abwägen zum Risiko und diese Maßnahmen zu vollziehen, wo wir wissen oder nicht wissen, was das genau bedeutet. Ich habe einen Telegram-Kanal, ich werde ihn unten einblenden. Dort gibt es sozusagen hier nicht sehr viel, aber wesentliche Berichte, Grundlagen, die einladen dürfen, darüber nachzudenken, ernsthaft nachzudenken, was wir hier tun oder nicht tun. Und das ist diese ganze Weggabelung, die sich hier zeigt. Zurück, und ich sage bewusst, in die alte Matrix oder nach vor in die göttliche Matrix. Und dort sind wir hier letzten Endes in diesem Umstiegsprozess, in diesen ganzen Kontexten seit Monaten beschäftigt, und wieder sind wir mit diesen Lernschleifen. Das ist kein linearer Prozess, das sind Schleifen und Ebenen, Schicht für Schicht nähern wir uns diesen Themen, weil es ja nicht sofort geht, all das zu verändern und die Konsequenzen entsprechend auch umzusetzen, sondern wir brauchen gewissermaßen Zeit für all das. Und dafür spricht auch Saturn
Hüter der Zeit, Hüter der Schwelle, im Zeichen Wassermann, der nun einerseits eine gewisse Kraft ausübt, genau diesen Verstand hier zu erneuern, den Verstand hier zu verbinden mit dem Wesentlichen, mit den Gefühlen, mit unserer Anbindung, mit der Göttlichkeit. Denn das ist das, was uns die Schwellen, die Grenzen überwinden lässt. Erst dadurch steige ich aus, steige ich um von diesem alten Paradigma. Und dieser Saturn, Hüter der Schwelle, im Trigon mit dem nördlichen Mondknoten, der sozusagen für die Sonnenfinsternis verantwortlich ist, dort geht die Reise hin. Das ist das, was wir trainieren dürfen. Das ist das, was wir in der nächsten Zeit besonders aktivieren werden. Dass wir unseren Raum schaffen. Auch das Zeichen Krebs. Unseren Raum schaffen. Im Zuhause. Einen Raum schaffen, wo wir mit unseren Werten in Kontakt kommen. Einen Raum schaffen, aus dem heraus wir Aktivitäten setzen. Mars im Krebs. Und kurz nach diesem Neumond geht dann auch der Mars in den Löwen. Das heißt, aus dem heraus soll die Lebendigkeit, die Lebensfreude, die Kreativität wieder aktiviert werden. Und wenn wir diesen Raum immer wieder besuchen, wirst du spüren, diese, also ich habe es am Wochenende, war ich in der Stadt zum ersten Mal seit ewigen Zeiten und ich habe wirklich das als Beobachter mich gefühlt und kam da durch, irgendwie so ohne diesen ganzen 3Gs. Und ich war da nicht betroffen von dem. Ich war sogar gern dort. Ich habe hier mich aufgehalten und mich als Beobachter gefühlt. Und das ist genau die Zeitqualität, dass wir aussteigen aus diesem alten, identifizierten Gesellschaftsbewusstsein, in dem wir all das, was hier passiert, mal so beiseite schieben und dorthin geben, was die Möglichkeit ist, als Alternative eben einzutauchen auf diese andere Ebene. Und das ist quasi wie unsichtbar. Ne? Ich war da irgendwie unterwegs und habe da ohne dem Ganzen normal gegessen und getrunken und war in Begleitung eigentlich so unauffällig. Ne? Hat all das Ganze nicht wirklich berührt. Und das ist so irgendwie dieses Signal von dem Umsteigen in die göttliche Matrix, wir uns unsichtbar machen, da einfach nicht mitmachen oder wie auch immer deine Stilmittel hier möglich sind. Jedenfalls ist dieses Umsteigen hier einfach ein köstlicher Prozess. Denn wir werden jetzt gerade mit dieser Auflösung der Illusion durch das Quadrat mit Neptun einfach die Welt anders sehen lernen. Und indem wir hineingehen in die Qualitäten des Zwillings, wo es um Neutralität geht. Jeder, wie er will, es ist doch ihre Entscheidung. Ich kenne den Kontext nicht. Und das ist die Qualität, um die es geht, dass wir in das einsteigen. In diese Qualität von völliger Neutralität ist schon so der Götterbote, der Merkur, der rückläufig ist und nun auch in Konjunktion ist mit dem Neumond. Und durch die Rückläufigkeit all das überlegt und reflektiert. Und das sind positive Zeiten, wo wir einfach Erkenntnisse gewinnen, Erkenntnisse, die uns irgendwie weiterbringen, dass wir die Dinge reflektieren und überdenken, all das, was ist und was passiert. Und überdenken können wir es nicht rational und mit diesen ganzen Fakten da draußen und den Beobachtungen und Anreizen dieser Medien und all das, sondern wir sind eingeladen, dass wir das aus einer größeren Perspektive sehen. Und diese große Perspektive mag nun uns einladen, zumal hier auch kurz nach dem Neumond der Saturn aktiv ist, nicht nur mit dem Mondknoten, sondern auch mit dem Uranus im Quadrat. Das ist heute zum zweiten Mal, war bereits Anfang April und dann nochmal ein drittes Mal Ende des Jahres. Das heißt, es ist beginnend mit dieser Episode von Anfang April ist klar geworden, irgendwie das Ding dauert hier länger. Ne? Also das ist irgendwie jetzt kein Prozess, wie es im Winter zu erwarten war, der im Frühling abgeschlossen ist und alles wieder zurückkehrt. Nein, es zieht sich in einen bisschen Sommer und tatsächlich gibt es ja Maßnahmen, die hier fast unglaublich sind. Die Frage ist, halt wie beim letzten Video auch betont, sind diese Maßnahmen legitim?
Ja, okay, wenn die Bedrohung tatsächlich besteht, aber nur in diesem Fall. Alles andere ist ein Verlieren aller Grund- und Freiheitsrechte. Und das ist inakzeptabel. No way. Ne? Also das ist ein Wert, der uns zusteht. Und niemand in der Welt kann dich oder uns dazu quasi verpflichten. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun, für unseren Körper. Und das ist das, was hier genau dieses Thema Bewegungsfreiheit und auch Freiheit, wie wir mit unserem Körper umgehen, Uranus im Stier, Quadrat mit dem Saturn, das Neue versus das Alte sind hier auf der Agenda. Und diese Kräfte sind hier zur Jahresmitte und zur Sonnenwende bald dann auch nochmal ziemlich, ziemlich aktiv. Das heißt, es wird hier durch diese Finsternisse zur Sonnenwende hin ziemlich turbulent. Die Wege scheiden sich. Die Menschen sind eingeladen, diese alte Matrix zu verlassen, einzusteigen in die neue. Und die neue göttliche Matrix kennen wir noch nicht. Das ist eine Qualität, die wir erschaffen dürfen durch unsere Anbindung, durch das Eintauchen in das, was unser Leben als Ausdruck von uns möchte. Das ist kein Planen im kognitiven Sinn, das ist ein Fließen lassen dessen, was die Impulse uns zeigen wollen. Uns darauf einzulassen, ist genau diese Qualität in diesen Tagen vor und zu diesem Neumond, dass wir unsere Gefühle aktivieren, spüren. Ist das richtig? Und viele sind, und das ist auch das Thema mit Merkur, der rückläufig ist mit dem Mond und Sonne in Konjunktion und den Mondknoten. Also die Frage ist auch, spreche ich, bin ich kongruent, spreche ich Wahrheit, spreche ich das aus, was letzten Endes hier ich denke, was ich fühle. Und viele, die hier natürlich in gewissen Positionen sind, Ärzte, Juristen und all jene systemrelevanten Jobs, sind natürlich bedroht mit Arbeitsplatzverlust, wenn sie das tun. Und ich kenne viele in dem Kontext und die denken anders als das, was sie hier zum Ausdruck bringen dürfen und ausdrücken tatsächlich. Und da ist sozusagen diese Frage der Herdenimmunität. Ne? Solange ich hier in der Herde bin, bin ich geschützt. Breche ich aus, bin ich hier gefährdet. Ist ein Gedanke, der sehr wichtig ist, weil auch das Thema jetzt mit Venus im Zeichen Krebs und dem Quadrat mit Chiron, ist das schon so eine Sache. Ne? Das ist schmerzhaft, wenn ich hier meine Sippe, meine Zugehörigkeit und vielleicht auch noch meine Lebensressourcen, mein Geld, mein Einkommen riskiere. Aber die Frage ist, wenn das wirklich ein Thema ist, ob ich dann im richtigen System bin. Ob ich nicht eingeladen bin, wenn dem so ist, mir gravierend, grundlegend Gedanken zu machen, ob meine Zugehörigkeit in der und jener Funktion, in dem und dem System hier angesichts dessen, was ich denke, bedeutet. Ja. Verrate ich dabei meine Seele, wenn ich hier das nicht sage, was ich denke, nur weil ich hier Angst habe, etwas zu verlieren. Und das ist auch dieses Quadrat mit Neptun eben. Und das ist die Frage, ob hier nicht andere Möglichkeiten anklopfen. Und ich glaube, das Universum ist freundlich und immer wenn die Spannung in dieser Qualität sich zeigt, sind wir eingeladen, dass wir wahrhaftig sind, dass wir das ausdrücken, was unsere Wahrheit ist. Saturn, Trigon und der nördliche Mondknoten. Es geht um unsere Wahrheit, dass wir das sagen, was uns als richtig erscheint, das befreit mich. Damit bin ich hier mit mir im Reinen. Und den Rest werde ich irgendwie lösen und klären. Und ich habe hier viele Klienten, die in diesen Kontexten hier betroffen sind. Und wir finden mit Horoskopanalyse immer, immer, immer ein Szenario, wo sie dadurch endlich das machen könnten, was sie eigentlich ruft. Ja. Und das ist diese Zeit, die wir auch von dieser Perspektive sehen dürfen. Raus aus der Angst wegen irgendwelchen Repressalien. Die Frage ist, bin ich mir treu? Bin ich hier ein Protagonist der alten Matrix oder ein Protagonist der neuen göttlichen Matrix? Und die göttliche Matrix letzten Endes ist eine Qualität, um die wir nicht umhinkommen. Letzten Endes. Letzten Endes kehren wir dorthin zurück, wenn wir den Körper verlassen. Und in der Lichtrückschau werden wir uns dann überlegen und fragen,
Naja, wie war denn das damals, ne? 1920, 2020, ich bin schon in einer anderen Zeit, 2020, 21 und darüber hinaus, war ich hier irgendwie, ja, ehrlich zu mir? Oder habe ich mich aus welchen Gründen auch immer dort untergeordnet, angepasst, in einer Sache, wo ich ganz genau gewusst habe, es ist nicht richtig, es ist nicht korrekt, besonders dann, wenn die Kinder betroffen sind. In Zeiten wie diesen ein Thema, das unsagbar ist. Oder habe ich hier mir überlegt, ob ich nicht hier ein ganz anderes Leben leben könnte? Ein Leben, wo ich nicht mehr bereit bin, bei diesen Spielen da mitzumachen, sondern aussteige, etwas Neues mache, wo ich frei und unabhängig bin, die und der zu sein, der ich bin und auch das beruflich entsprechend einsetze. Und eben diese neue Matrix, das Wassermann-Zeitalter, bietet so viele Berufsmöglichkeiten und Nischen, wo wir auf ganz neuen Ebenen begegnen. Naja, ich war auch in der alten Matrix viele Jahre aktiv und kann es heute noch immer nicht glauben, dass ich das, was ich mache hier, irgendwie, ja, dass es funktioniert. Ich habe im Alter von 48 das Ganze irgendwie grundlegend verändert, entschieden, genug und ja, fokussiert und es funktioniert. Es funktioniert einfach. Und das ist das Thema der Berufung. Saturn, Trigon, auch mit den Mondnoten, lasst uns auch die Frage hier natürlich nochmal beantworten: Lebe ich meine Berufung? Oder gibt es hier einen Ruf, der mich hier ja, erreicht und der mich hier einladen mag, mich zu befreien, nachzudenken über all das. In diesen Tagen wäre das eine sehr, sehr, sehr wichtige Angelegenheit. In diesen Kontexten habe ich auch vor 2 Wochen ein Online-Programm beendet, bin noch im Überarbeitungsprozess, Korrekturarbeiten und so weiter, mit dem Titel "When Spirit Meets Business", wie bringe ich mein Innerstes nach außen und mache damit auch meinen Beruf. Kommt bald online und all die, die durch Corona in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind, beruflich hier Engpässe haben, finanziell unter Not sind, denen werde ich auf meiner Webseite entsprechende Angebote machen, dass sie das hier für sich nutzen können, um ich noch einen Beitrag leisten zu dürfen, hier diesen Menschen entsprechend hier Unterstützung zu bieten. Ja, und das ist das neue Prinzip, dieses Prinzip von Neptun, Quadrat, Mondnoten. Wenden wir uns hin zu dieser Göttlichkeit in uns, steigen wir ein in diese göttliche Matrix und gehen wir dort hinein, sind wir da füreinander, helfen einander und lassen wir uns auch irgendwie Unterstützung zukommen, Orientierungshilfe geben in Zeiten wie diesen. Aber letzten Endes, das Wichtigste ist, dass wir daran glauben, dass es etwas gibt, wodurch ich nun wachsen darf, wachsen werde und diesen Umstieg in diese neue Zeit nur schaffe, wenn ich das alte Ich, das alte Paradigma, die alte Matrix hinter mir lasse. Und dann bin ich frei. Und das ist immer das ist das Prinzip von Transformation. Wenn ich die Entscheidung treffe, dass ich meine Wahrheit lebe und ich treffe sie wirklich, 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 dann kommt die Unterstützung. Immer. Ich habe das mehrfach erlebt in meiner großen Reise. Ich erlebe es bei meinen Klienten. Ich erlebe es bei vielen, vielen Menschen, die hier aufbrechen. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Triff die Entscheidung, brich auf und dann kommen die Boten, dann kommen die unterstützenden Qualitäten, die dich hier auf diesem Weg begleiten werden. Und das ist das, woran wir glauben dürfen. Und die Energie ist gerade sehr stark. Sehr stark. Das heißt, es ist wichtig hier, dass du das hier in dein Tagebuch, auf deine Agenda bringst. Und du kannst noch ein bisschen nachmeditieren und diesen Gedanken verweilen. Wo ist bei dir die Zeit reif, etwas zu kontemplieren, etwas zu reflektieren, wo du mehr Vertrauen, mehr diesem Ruf noch nachgehst, den du in den letzten Tagen gespürt hast?
Und wo bist du eingeladen, da diesen Wachstumsprozess bei dir nochmal zu unterstützen, deine Berufung zu überprüfen? Bist du schon wahrhaftig genug in deiner Kraft, in deiner Lebensfreude? Und vertrau dir selbst und erwarte das Beste, lautet ein altes schamanisches, sozusagen Grußwort, kann man fast sagen, aus meinen früheren Tagen. Und in diesem Sinn möchte ich mich auch hier bedanken fürs Dabeibleiben und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Welcome home.